Der junge Riese. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Wie immer gelesen und durchaus editiert und kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Ein Bauersmann hatte einen Sohn. Der war so groß wie ein Daumen. Ein durchschnittlicher Daumen und ward gar nicht größer und wuchs in etlichen Jahren nicht ein Haar breit. Einmal wollte der Bauer ins Feld gehen und pflügen. Da sagt der Kleine: Vater, ich will mit hinaus. Du willst mit hinaus? Sprach der Vater. Bleib du lieber hier, dort bist du zu nichts Nutz. Was willst du denn auch schon groß machen? Größe? Größe ist ja nicht so deins, wenn ich mal ehrlich bin. Du könntest mir zudem verloren gehen. Da fing der Däumling an zu weinen. Und um Ruhe zu haben, steckte ihn der Vater in die Tasche und nahm ihn mit. Draußen auf dem Felde holte er ihn wieder heraus und setzte ihn in eine frische Furche. Wie er da so saß, kam über den Berg ein großer Riese daher. Siehst du dort den großen Butzenmann? Sagte der Vater und wollte den Kleinen schrecken, damit er artig wäre. Der kommt und holt dich. Und das machen Riesen mit Heulsusen nämlich. Der Riese aber hatte mit seinen langen Beinen kaum ein paar Schritte getan, so war er tatsächlich bei der Furche. Er hob den kleinen Däumling mit zwei Fingern behutsam in die Höhe, betrachtete ihn und ging ohne ein Wort zu sprechen mit ihm fort. Der Vater stand dabei, konnte vor Schrecken keinen Laut hervorbringen und dachte nicht anders als sein Kind, für immer verloren, also dass er's sein Lebtag nicht wieder mit Augen sehen würde. Der Riese aber trug es heim und ließ es an seiner Brust saugen. Fragt nicht, das scheint bei Riesen so zu funktionieren. Vielleicht sind die Geschlechter bei Riesen auch eher fluid. Und der Däumling wuchs und ward groß und stark, nach Art der Riesen. Nach Verlauf von 2 Jahren ging der Alte mit ihm in den Wald, wollte ihn versuchen und sprach: Zieh eine Gerte heraus. Da war der Knabe schon so stark, dass er einen jungen Baum mit den Wurzeln aus der Erde riss. Der Riese meinte aber: Enttäuschend. Das muss besser kommen. Nahm ihn wieder mit und säugte ihn noch 2 Jahre. Als er ihn abermals versuchte, hatte seine Kraft schon so zugenommen, dass er einen alten Baum aus der Erde brechen konnte. Das war dem Riesen noch immer nicht genug. Zudem hatte er sich an die Mutterrolle für den Kleinen gewöhnt und wollte nicht, dass er allzu schnell flügge wurde. Er säugte ihn also abermals 2 Jahre. Und als er dann mit ihm in den Wald ging und sprach: Nun reiß einmal eine ordentliche Gerte aus und nicht solche mickrigen Zweige, womit Stifte versuchen, Mädels zu imponieren. So riss der Junge den dicksten Eichenbaum aus der Erde, dass es krachte, und war ihm nur ein Spaß. Nun ist genug, sprach der Riese. Du hast ausgelernt. Weh, ich hab gelernt? Als solches habe ich eigentlich nur Milch getrunken. Jeder Meister lehrt auf seine Art und Weise. Der Alte führte ihn zurück auf den Acker, wo er ihn geholt hatte. Sein Vater stand da hinter dem Pflug. Der junge Riese ging auf ihn zu und sprach: Seht ihr wohl, Vater, was sein Sohn für ein Mann geworden ist? Der Bauer erschrak und sagte: Oh, nee, du bist mein Sohn nicht. Der war klein und süß. Und vor allem war der ungefährlich und nicht so grimmig schauend. Ich will dich nicht. Geh weg von mir. Freilich bin ich sein Sohn. Lass er mich an die Arbeit.
Ich kann flügen so gut als er. Ach was, noch besser als er. Nee, du bist mein Sohn nicht. Du kannst ja auch gar nicht flügen. Geh weg von mir. Weil er sich aber vor dem großen Mann fürchtete, ließ er den Flug los, trat zurück und setzte sich zur Seite ans Land. Da nahm der Junge das Geschirr und drückte bloß mit einer Hand darauf. Aber der Druck war so gewaltig, dass der Flug tief in die Erde ging. Der Bauer konnte das nicht mit ansehen und rief ihm zu: Wenn du flügen willst, musst du nicht so gewaltig drücken. Das gibt schlechte Arbeit. Der Junge aber spannte die Pferde aus, zog selber den Flug und sagte: Geh nur nach Hause, Vater, und lass deine Mutter eine große Schüssel voll Essen kochen. Mich will derweil den Acker hier schon umreißen. Und während du schon gehst, ich muss dir sagen, ich esse wirklich eine Menge. Da ging der Bauer heim und bestellte das Essen bei seiner Frau. Der Junge aber pflügte das Feld, 2 Morgen groß, ganz allein. Und dann spannte er sich auch selber vor die Egge und eggte alles mit 2 Eggen zugleich. Wie er fertig war, ging er in den Wald und riss 2 Eichenbäume aus, legte sie auf die Schultern und hinten und vorn eine Egge darauf und hinten und vorn auch ein Pferd und trug alles, als wäre es ein Bund Stroh, nach seiner Eltern Haus. Kerle sind so. Lieber sich vollkommen überladen, bevor man Gefahr läuft, ein 2. Mal gehen zu müssen. Wie er nun in den Hof kam, erkannte ihn seine Mutter nicht und frug: Wer ist denn der entsetzliche große Mann? Der Bauer sagte: Das ist unser Sohn. Sie sprach: Nee, unser Sohn ist nimmermehr. So groß haben wir keinen gehabt. Unser, das war so ein Lütchen Ding. Hätte ich das da geboren, glaub mir, daran würde ich und meine Hüften sich erinnern. Sie rief ihm zu: Geh fort, wir wollen dich nicht. Der Junge schwieg still, zog seine Pferde in den Stall, gab ihnen Hafer und Heu, alles, wie es sich gehörte. Als er fertig war, ging er in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte: Mutter, nun hätte ich Lust zu essen. Ist bald fertig? Da sagte sie: Ja, Fremder. Für die Arbeit auf dem Feld sollst du wohl etwas bekommen. Und brachte 2 große Schüsseln voll herein. Daran hätten sie und ihr Mann 8 Tage lang satt gehabt. Der Junge aber aß sie alleine aus und frug, ob sie nicht mehr vorsetzen könnte. Nee, sagte sie. Das ist alles, was wir haben. Das war ja nur zum Schmecken. Na, ich muss mehr haben. Sie getraute ihm nicht zu widerstehen, ging hin und setzte einen großen Schweinekessel voll übers Feuer. Und wie es gar war, trug sie es herein. Endlich kommen noch ein paar Brocken. Naja, ein Bröckchen, sagte er und aß alles hinein. Es war aber doch nicht genug, seinen Hunger zu stillen. Da sprach er: Vater, ich sehe wohl, bei ihm werde ich nicht satt. Will er mir einen Stab von Eisen verschaffen, der stark ist und den ich vor meinen Knien nicht zerbrechen kann, so will ich fort in die Welt gehen. Und ihr seid mich los, ein für allemal. Der Bauer war froh darüber, das zu hören, spannte sofort seine 2 Pferde vor den Wagen und holte bei dem Schmied einen Stab, so groß und dick, dass ihn 2 Pferde nur gerade soeben fortschaffen konnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie und ratsch, brach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Oh, du meintest das also wortwörtlich und musstest es auch gleich probieren, was? Gut, hast du überhaupt eine Ahnung, wie teuer der Stab war? Na, es ist dir egal, oder? Ich bin gleich wieder da. Der Vater spannte 4 Pferde vor und holte einen Stab so groß und dick, als ihn die 4 Pferde gerade soeben fortschaffen konnten. Der Sohn knickte auch diesen vor den Knien 2.
warf ihn hin und sprach, »Vater, der kann mir nicht helfen. Er muss besser vorspannen und einen stärkeren Stab holen.« Da spannte der Vater 8 Pferde vor und holte einen so groß und dick, als ihn die 8 Pferde gerade soeben herbeifahren konnten. Wie der Sohn den in die Hand nahm, brach er gleich oben ein Stück davon ab und sagte, »Vater, ich sehe, er kann mir keinen Stab anschaffen, wie ich ihn brauche. Ich will aber auch gar nicht länger bei ihm bleiben. War ja ganz nett hier, aber irgendwie auch unbefriedigend.« »Hättest du das nicht direkt nach dem ersten Stab machen können?« frug der Bauer. »Lebt wohl.« Und ohne Antwort ging der Hühner. Von nun an gab er sich für einen Schmiedegesellen aus. Er kam in ein Dorf, darin wohnte ein Schmied. Der war ein Geizmann, gönnte keinem Menschen etwas und wollte alles alleine haben. Zudem trat er in die Schmiede und frug, ob er keinen Gesellen brauchte. »Oh«, sagte der Schmied, sah ihn an und dachte, »das ist ein tüchtiger Kerl, der wird gut vorschlagen und sein Brot verdienen.« Er frug, »wie viel willst du Lohn haben?« »Gar keinen will ich haben. Geld ist sofort«, antwortete er. »Nur alle 14 Tage, wenn die anderen Gesellen ihren Lohn bezahlt kriegen, will ich dir 2 Streiche geben. Die musst du aushalten.« Das war der Geizmann von Herzen zufrieden und dachte damit, viel Geld zu sparen. Am anderen Morgen sollte der fremde Geselle zuerst vorschlagen. Wie aber der Meister den glühenden Stab brachte und jener den ersten Schlag tat, so flog das Eisen voneinander und der Amboss sank in die Erde, so tief, dass sie ihn gar nicht wieder herausbringen konnten. Da ward der Geizmann natürlich bös und sagte, »Ei, was? Dich kann ich nicht brauchen. Du schlägst gar zu grob zu, das galt nicht. Na, was willst du für den einen Zuschlag haben?« Da sprach er, »nicht viel. Ich will dir nur einen ganz kleinen Streich geben. Weiter nichts.« Und hob seinen Fuß auf und gab ihm einen Tritt, dass er über 4 Fuder Heu hinausflog. Darauf suchte er sich den dicksten Eisenstab aus, der in der Schmiede war, nahm ihn als Stock in die Hand und ging weiter. Als er eine Weile gezogen war, kam er zu einem Vorwerk und frug den Amtmann, ob er keinen Großknecht nötig hätte. »Ja«, sagte der Amtmann, »ich kann einen gebrauchen. Du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag. Wie viel willst du denn so als Jahreslohn haben?« Er antwortete wiederum, er verlange gar keinen Lohn. Aber alle Jahre wollte er ihm 3 Streiche geben. Die müsste er aushalten. Das war der Amtmann zufrieden, denn auch er war ein Geizhals. Am anderen Morgen, da sollten die Knechte ins Holz fahren. Und die anderen Knechte waren schon auf. Er aber lag noch im Bett. Da rief ihn einer an. »Steh auf! Es ist Zeit, wir wollen ins Holz und du musst mit!« »Ach«, sagte er ganz grob und trotzig, aber vor allem müde. »Geht hier nur hin. Ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander.« Da gingen die anderen zum Amtmann und erzählten ihm, der Großknecht läge noch im Bett und wollte nicht mit ins Holz fahren. Der Amtmann sagte, sie sollten ihn noch einmal wecken und ihn heißen, die Pferde vorzuspannen. Der Großknecht aber sprach wie vorher. »Geht ihr nur hin. Ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander.« Darauf blieb er noch 2 Stunden liegen, wie es jeder vernünftige Mann machen würde. Da stieg er endlich aus den Federn, holte sich aber erst 2 Scheffel voll Erbsen vom Boden, kochte sich einen Brei und aß den mit guter Ruhe. Wie das alles geschehen war, ging er hin, spannte die Pferde vor und fuhr ins Holz. Nicht weit vor dem Holz war ein Hohlweg, wo er durch musste. Da fuhr er den Wagen erst vorwärts, dann mussten die Pferde stille halten. Und er ging hinter den Wagen, nahm Bäume und Reisig und machte da eine große Hucke,
das ist ein Verhack, sodass kein Pferd durchkommen konnte. Wie er nun so vors Holz kam, fuhren die anderen eben mit ihren beladenen Wagen heraus und wollten heim. Da sprach er zu ihnen: Viel Glück, fahrt mal hin. Ich komm doch eher als ihr nach Haus. Er fuhr gar nicht weit ins Holz, riss gleich zwei der allergrößten Bäume aus der Erde, warf sie auf den Wagen und drehte um. Als er vor der Hucke anlangte, standen die anderen noch da und konnten nicht durch. Seht ihr wohl, sprach er, wärt ihr bei mir geblieben, ihr vollkommen übermotivierten, aber ineffektiven Heißsporne, so wärt ihr ebenso schnell nach Haus gekommen und hättet noch eine Stunde schlafen können. Naja, man lernt aus seinen Fehlern, nicht wahr? Er wollte nun zufahren, aber seine Pferde konnten sich nicht durcharbeiten. Da spannte er sie kurzerhand aus, legte sie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Hand und hüff, zog er alles durch. Und das ging so leicht, als hätte er Federn geladen. Wie er drüben war, sprach er zu den anderen: Seht ihr wohl? Na, ich bin schneller hindurch als ihr. Fuhr weiter und die anderen mussten stehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Hand, zeigte ihn dem Amtmann und sagte: Na, ist das nicht ein schönes Klafterstück? Da sprach der Amtmann zu seiner Frau: Der Knecht ist gut, das lob ich mir. Wenn er auch lange schläft, er ist doch eher wieder da als die anderen. Man soll ja nicht härter arbeiten, sondern intelligenter. Nun diente er dem Amtmann ein Jahr. Wie das herum war und die anderen Knechte ihren Lohn kriegten, sprach er, es wäre Zeit, er wolle sich auch seinen Lohn nehmen. Dem Amtmann ward aber Angst vor den Streichen, die er kriegen sollte. Vollkommen zu Recht, wie ich finde. Und bat ihn inständig, er möchte sie ihm schenken. Lieber wollte er selbst Großknecht werden und er sollte Amtmann sein. Nee, sprach er, ich will gar kein Amtmann werden. Ich bin Großknecht und will's bleiben. Ich will aber auch austeilen, was bedungen ist. Der Amtmann wollte ihm geben, was er nur verlangte. Aber es half nichts. Der Großknecht sprach zu allem: Nein. Da wusste sich der Amtmann nicht zu helfen und bat ihn um 14 Tage Frist. Er wollte sich auf etwas besinnen. Der Großknecht sprach, die Frist sollte er haben. Der Amtmann berief alle seine Schreiber zusammen. Sie sollten sich bedenken und ihm einen Rat geben. Die Schreiber besannen sich lange. Endlich sagten sie, vor dem Großknecht wäre niemand seines Lebens sicher. Der schlüge einen Menschen wie eine Mücke tot. Na toll, das wusste ich schon. Wunderbare Erkenntnis, aber was bringt es uns das? Er sollte ihn heißen, in den Brunnen steigen und ihn reinigen. Wenn er unten wäre, wollten sie einen von den Mühlsteinen, die da liegen, herbeirollen und ihm auf den Kopf werfen. Dann würde er nicht wieder an das Tageslicht kommen. Der Rat gefiel dem Amtmann. Und der Großknecht war bereit, in den Brunnen hinabzusteigen. Als er nun unten auf dem Grunde stand, rollten sie den größten Mühlstein hinab und meinten, der Kopf wäre ihm eingeschlagen. Aber er rief: Sag mal, jagt die Hühner vom Brunnen weg! Die kratzen oben im Sand und werfen mir die Körner in die Augen, dass ich nicht sehen kann. Da rief der Amtmann: Hühner. Husch, Hühner, husch. Und tat, als scheuchte er die Hühner weg. Als der Großknecht mit seiner Arbeit fertig war, stieg er herauf und sagte: Na, seht ihr mal, ich hab doch ein schönes Halsband um, oder? Da war es der Mühlstein, den er um den Hals trug. Der Großknecht wollte jetzt seinen Lohn nehmen. Aber der Amtmann bat wieder um 14 Tage Bedenkzeit. Die Schreiber kamen erneut zusammen und gaben den Rat,
Er sollte den Großknecht in die verwünschte Mühle schicken, um dort in der Nacht Korn zu mahlen. Von da wäre noch kein Mensch morgens lebendig herausgekommen. Der Anschlag gefiel dem Amtmann. Er rief den Großknecht noch denselben Abend und hieß ihn 8 Malter in die Mühle fahren und in der Nacht noch mahlen. Sie hätten's nötig. Da ging der Großknecht auf den Boden und tat 2 Malter in seine rechte Tasche, 2 in die linke, 4 nahm er in einem Quersack, halb auf den Rücken, halb auf die Brust, und ging also beladen nach der verwünschten Mühle. Der Müller sagte ihm, bei Tag könnte er recht gut da mahlen, aber nicht in der Nacht. Da wäre die Mühle verwünscht. Und wer da auch noch hineingegangen wäre, den hätte man am Morgen tot darin gefunden. Er aber sprach, ich will schon durchkommen. Macht euch nur fort und legt euch aufs Ohr. Darauf ging er in die Mühle und schüttete das Korn auf. Gegen 11 Uhr ging er in die Müllerstube und setzte sich auf die Bank. Als er ein Weilchen da so gesessen hatte, tat sich auf einmal die Tür auf und kam eine große Tafel herein. Und auf die Tafel stellte sich Wein und Braten und viel gutes Essen. Alles von selber, denn es war ja niemand da, der es auftrug. Und danach rückten sich die Stühle herbei. Aber es kamen keine Leute. Bis auf einmal sah er Finger. Die hantierten mit den Messern und Gabeln und legten Speisen auf die Teller. Aber sonst konnte er nichts sehen. Da er nun hungrig war und die Speisen sah, so setzte er sich auch an die Tafel, aß mit und ließ sich's gut schmecken. Wer kann es ihm auch verdenken? Als er satt war und die anderen ihre Schüsseln auch ganz leer gemacht hatten, da wurden die Lichter auf einmal alle ausgeputzt. Das hörte er deutlich. Und wie es nun stockfinster war, so kriegte er so etwas wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Da sprach er, was soll das denn jetzt? Wenn noch einmal so etwas kommt, so teile ich auch wieder aus. Und wie er zum zweiten Male eine Ohrfeige kriegte, da schlug er gleichfalls mit hinein. Und so ging das fort, die ganze Nacht. Er nahm nichts umsonst, sondern gab reichlich zurück und schlug nicht faul um sich herum. Bei Tagesanbruch aber hörte alles auf. Wie der Müller aufgestanden war, wollte er nach ihm sehen und verwunderte sich, dass er noch lebte. Da sprach er, ich habe mich satt gegessen, habe Ohrfeigen gekriegt, aber ich habe auch Ohrfeigen ausgeteilt. Eine gute Nacht, sozusagen. Der Müller freute sich und sagte, nun wäre die Mühle erlöst und wollte ihm gern zur Belohnung viel Geld geben. Er aber sprach, nach Geld, Geld will ich nicht. Habe ich doch genug, woher auch immer. Dann nahm er sein Mehl auf den Rücken, ging nach Haus und sagte dem Amtmann, er hätte die Sache ausgerichtet und wollte nun seinen bedungenen Lohn haben. Wie der Amtmann das hörte, da ward ihm erst recht Angst. Er wusste sich nicht zu lassen, ging in der Stube auf und ab und die Schweißtropfen liefen ihm von der Stirn herunter. Da machte er das Fenster auf nach frischer Luft. Ehe er sich's aber versah, hatte ihm der Großknecht einen Tritt gegeben, dass er durchs Fenster in die Luft hineinflog, immer fort, bis ihn niemand mehr sehen konnte. Da sprach der Großknecht zur Frau des Amtmanns, also kommt er nicht wieder, so müsst ihr den anderen Streiche nehmen. Sie rief, nein, ich kann's nicht aushalten, und machte das andere Fenster auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirn herunterliefen. Da gab er ihr einen Tritt, dass sie gleichfalls hinausflog und flog und flog und flog. Und da sie leichter war, noch viel
höher als ihr Mann. Ha, bei dem Wind fliegen Frauen einfach besser. Der Mann rief, komm doch zu mir. Sie aber rief, komm du zu mir, ich kann nicht zu dir. Und sie schwebten da in der Luft und konnte keins zum anderen kommen. Und ob sie da noch schweben, das weiß ich gar nicht. Der junge Riese aber nahm seine Eisenstange und ging weiter.